get no sleep last night, I'm late. But time will tell, yo. Said if you love me, why would you. Mit so Michael Jersen, Jordan? I don't know myself, yo. That one there is a work of art, but cannot fit on the show. Was geht, Freunde? Willkommen wieder zurück zu einem neuen Video, Freunde. Heute 5 Mädels Blind Date mit Paul. Shoutouts an Paul. Ich weiß leider nicht, wer Paul ist, aber ey, Bruder, grüß dich. Wie gesagt, bis herzlich eingeladen dazu, dich auf diesen Pokal zu setzen. Freunde, lasst ein Video gerne liken, kommentieren, Abo da, lasst ein Follow auf Instagram da, Freunde. Und check gerne den neuen Devo-Job ab, Freunde. Ihr wisst Bescheid, check gerne ab, da ist noch was erhältlich für euch. Video-Link in der Beschreibung. Stickies kommt auch bald. Und ich würde sagen, Freunde, Slums up, wir gehen rein, let's go. Was geht ab, liebe Freunde, herzlich willkommen zu diesem Video. Heute wird wieder geblinddatet. In Köln ist es heiß, dementsprechend habe ich mir mein bestes Outfit für euch rausgesucht. Gebt mal gerne 1 bis 10 in den Kommentaren. Chat 1 gegen 1, Zero oder ich? Wir haben 5 bezaubernde Mädels hinterm Vorhang, aber auch einen starken Kandidat am Start. Den stelle ich euch jetzt im Trailer einmal vor. Das ist Paul. Der ein oder andere von euch kennt ihn vielleicht schon von TikTok, vor allem in der Kombination mit seinem Kollegen Finn. Paul ist jung, sportlich, sieht gut aus und das weiß er auch. Er geht ins Gym, ist mit seinen Jungs unterwegs oder dreht Videos. Oder er küsst sein Herz, wirklich. Zieht den ein oder anderen Fisch an Land. Dein und erster Fisch. Also mal sehen, ob er sich heute seine Traumfrau angeln kann. Was geht ab, Paul? Ey, Bruder! Nein, ich lasse den Vorhang kurz hochgehen, Freunde, dann ihr verreckt. Alles gut? Ja, alles gut und selbst? Freut mich. Ja, bei mir ist alles super. Ja. Die Frage ist, ne, ob du hier heute dich richtig anstellst oder ob... Ich bin ready. Du wärst nicht der Erste, der... Blatt ist nicht ready, also ready. ...ein Shitstorm kassiert, ne, durch diese Videos. Ja, er ist nicht der Erste und nicht der Letzte, so. Deswegen, ich bin ready. Wichtigste Frage, bist du Single? Ja. Sehr gut. Ja, ja. Wir haben dir eine tolle Auswahl zusammengestellt von 5 bezaubernden Mädels. Ja. Du kannst nur Fehler machen. Geil. Ja. Schön. Also egal, wie du rauswählst, scheiße. Eigentlich läuft es nur scheiße für mich. Genau. Perfekt. Schön. Dreh dich einmal um und dann fangen wir an. Runde 1. Darf ich einmal umdrehen? Bruder, das ist einfach so free, Bruder. Ey, das ist so free, Chat, ne? Es ist so free, Bruder. Es ist so free, Bruder. Einfach, die haben, ey, Bruder, kann wirklich sein, Sedo hat irgendwie Sponsoring mit Adidas, Bruder. Guck mal, da sind Sambas drinne und Ding. Das sind doch Campus-Chat, oder nicht? Und Sedo auch. Bruder, ich check's nicht. Es ist so krank. Es ist so krank, Chat. Es ist so krank. Drehen. Wir sehen. Kann sein, Eli bezahlt die. Okay. Aber okay, nur Schuhe. Adidas sehe ich. Genau. Bruder, sie hat ja auch! Oh mein Gott, Digga! Ist es jetzt erst? Sie hat auch Chat. Man sieht das nicht wegen der Hose. Ach du Kacke. Wir haben. Oh, stimmt. Wir haben hier Samba Spezial, wir haben Spezial, wir haben Campus und wir haben Vans. Auf Skaterbasis. Okay. Was, sind das, was sind das für Schuhe, Bruder? Man nennt sie Schlauchbootschuhe. Das sieht aus wie so ein Schuh, Digga, den Bershka oder Zara gemacht hat. Und die wollten irgendwie versuchen, Balenciaga zu kopieren. Schlauchbootschuhe? Schlauchbootschuhe. Nein, nein, das sind Adidas-Schuhe. Mhm. Adidas? Ich fand die ganz fresh. Haben wir eigentlich zum Auto mit gematcht, aber... Geil. Ja, wie findest du die? Lass uns doch einfach gut weitermachen, am besten. Wie, also... Ja, also, eigentlich ganz fresh, alle. Hast nichts einzuwenden. Die Vans ist nicht so meins. Du NPC, Bruder. Kann sein, dass der einzige Schuh da drin, der so mäßig geil ist, so. Wenn ich ehrlich bin. Die sind auch schon ein bisschen abgerockt. Aber ist auch nicht schlimm. Echt, ne? Hat ja den Vibe. Hat den Vibe. Vielleicht, ne? So, ja, vielleicht abenteuerlustig, vielleicht schon. Ja. Willst du mal die Stimmen hören von den Mädels? Boah, ja. Dann stell dir mal gerne, okay, stell mal gerne deine erste Frage. Ich würde ganz easy fragen. Mhm. Ganz easy erstmal Vorstellungsrunde. Mhm. Einfach so Name, Alter am besten und ein kleines Hobby von euch. Hobby, sollen wir noch fragen, was wir beruflich, ob sie Schule, studieren, hauen wir noch dazu, ne? Dann hauen wir es gleich dazu. Weißt du direkt, ja. Vielleicht ist eine Anwältin dabei, kannst vielleicht, du direkt... Wär vielleicht auch ganz kannst geil. Du direkt im Finale lassen, dann super. Okay, fangen wir bei der Nummer 5 an. Hallo, mein Name ist Julia, ich bin 19 Jahre alt, komme aus Neuss. Wagwan! Ich tanze in meiner Freizeit ganz viel, dreimal die... Ah, wir haben dreckige Schuhe-Chat, oder nicht? Die Vans? Die in der New School, die waren doch dreckig, oder nicht? Die waren dreckig, Chat. Woche. Also, Bruder. Halt ganz viel. Oh. Dreimal die Woche. Ja. Oh, ich bin gerade in der Ausbildung. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on. Guck mal, ich hab gesagt, Chat, Cringe-Moment zählt nur, wenn die Teilnehmerinnen reinkacken. Bruder, das war so cringe, ich muss es dazuzählen lassen. Es tut mir so leid, ne? Es tut mir so leid, ich muss es dazuzählen lassen. Bildung und werde MFA in einer Psychiatrie.
Wie ja. nochmal was? In einer Psychiatrie. Machst du deine Ausbildung? Ja. Als Danke, was? Alexander. MFA, medizinische Fachangestellte. Boah, medizinische Fachangestellten sind eigentlich immer geil, Chat. Chat, eins in den Chat, wenn ich Quatsch laber. Jeder hat doch bei seinem Zahnarzt eine geile Zahnarzthelferin, oder bin ich jetzt am Lügen? Ja, Dankeschön. Okay, krass, crazy, okay. Crazy. Da gibt's abends dann viel zu erzählen zu ja, Hause, ne? Ja. Nummer 4. Hi, ich bin Angelina, bin 18 Jahre alt und komme aus Berlin. Ich fange ab Oktober eine Ausbildung als Flugbegleiterin an und arbeite gerade in einer Eisdiele nebenbei. Okay. Da kannst du mal direkt von Berlin nach Frankfurt fliegen, direkt in meine Wohnung. Hab die Schule abgeschlossen und ich gehe gerne ins Gym und tanze auch in der Freizeit. Ah, okay. Aber das ist auch Dancing Queens. Auch sehr gut. Und aus Berlin? Okay. Ja, du bist auch aus Berlin, ne? Ja, ja. Dann fragen wir mal die Nummer 3. Ich bin Zoe, 17 Jahre alt und komme. Chat, können wir uns bitte merken, dass ich bei Nummer 3 bedeckt bleibe? Also, ich möchte bei Nummer 3 bedeckt bleiben, bitte, Chat. Ich möchte nichts mit Nummer... Also, bitte erinnert mich, dass Nummer 3 da nicht sagen, Slump. Nicht sagen, Slump. Ich komme aus Bayern. Mhm. Ja, ich... Luca, danke. Ich mache zur Schule und meine Hobbys sind Gitarre spielen. Krass, okay, nice. Boah, Gitarre spielen ist so cool. Stellt euch vor, Chat, ihr seid so mit ihr am Essen, so am Esstisch. Und auf einmal fängt ihr an, eine Gitarre rauszuholen. Auf einmal, die fängt an, Tim Bensko. Ich will nur kurz die Welt retten. Boah, hart. Nummer 2. Ich bin Sydney. Ich bin 17. Sydney! Jahre alt, komme aus Köln. In meiner Freizeit spiele ich Fußball im Verein. Und ab August fange ich die Ausbildung an als Team. Anscheinend kann sie gut mit Bällen umgehen. Medizinische Fachangestellte. Na dann, let's okay. go, oder? Ja. Nummer 1. Hi, ich bin Lina. Ich bin 18 Jahre alt, komme auch aus Berlin. Und ich habe gerade mein Abi fertig gemacht und möchte im September, Oktober anfangen zu studieren. Was willst du studieren? Rehabilitationspädagogik. Was? Digga, findest du damit überhaupt einen Job? Das klingt wie soziale Arbeit, Digga. Rehabilitierte. Ich kann es nicht mal ausschreiben, ich kann es mal aussprechen. Was ist das? Kennst du das? Nee, noch nie gehört. Was passiert da? Also danach möchte ich in Schulen gehen und Leuten mit Einschränkungen, beispielsweise ADHS oder sonst Das ist cool. Im Schulalltag. Ey, das ist doch geil. Das feiere ich doch. Shoutouts an sie, Digga. Sowas ist geil. Sowas feiere ich, Digga. Die geht einfach, die hilft dann einfach behinderten Menschen durch den Tag. Kann sie gleich bei mir anfangen. Ah! Okay, was erzähl du? Du bist? Ich bin Paul, 20 Jahre alt, komme aus Berlin und mache eine Ausbildung als Versicherungskaufmann und bin nebenbei noch TikToker. Oh. TikToker, Bruder, sich selber TikToker nennen, ist das Schlimmste und Cringeste, was du je machen könntest. Digga, das ist grausam. Ah, ja, selbstständig? Ja. Auch, ja. Verdient ihr Geld damit? Mm, ja. Ja, viel? Ja, ich kann mich nicht beklagen, sag ich mal so. Geht's dir gut, sagst du? Mir geht's immer gut. Oh, oh, das freut mich. Okay, was haben dir die Antworten gegeben? Willst du noch eine Frage hinterher schießen oder willst du direkt schon jemanden rausknallen? Nein. Dann schieß also noch Also ich sag ehrlich, ich fand alles ganz cool. Soll ich gleich so ein bisschen Spice reinbringen? Ja, mach mal. Ein bisschen Spice. Ja, doch, warum nicht? Ich würde einfach mal fragen oder sagen, nennt mir eine Red Flag von euch. Okay. Es riecht nach einem Bingo heute, meine Damen und Herren. Es riecht heute nach einem Bingo. Wir haben die Wet Flag Frage, Chat. Wir haben, nein, Chat, ich muss es bearbeiten, ernst. Ich muss es bearbeiten. Ich muss bearbeiten, sorry. Okay. Die Gleich fünf hat rote Schuhe an, aber ich glaube, sie hat nicht so viele Red Flags. Aber wir hören mal rein. Nummer 5. Ah, nee, warte mal, wir fangen mal bei der 1 an. Also, ich würde behaupten, eine Red Flag von mir ist, dass ich sehr schnell faul werde. Und auch gerne mal dann so einen Tag im Bett einfach nur TikTok gucke oder sonstiges mache oder schlafe. Aber valid sogar. Was ist deine Red Flag? Meine Red Flag sind... Oh, eigentlich, ich bin nur aggressiv, wenn ich live bin. Also nur wenn ich live bin, habe ich aggressiv Probleme. Aber Chat, meine Red Flag ist, ich stürze mich sehr, sehr oft, sehr schnell, sehr emotional in Dinge hinein. Wenn man das so sagen kann. Aber wenn es eine Red Flag ist. Waffe. Okay. So ja, kannst du dein Geld verdienen. Ist damit kann ich aber auch umgehen, weil ich finde es genauso. Ja, und du machst Plus damit. Stimmt. Ja. Okay, Nummer 2. Dass ich eifersüchtig bin. Okay. Mhm. Ja. Nummer 3. Also eine Red Flag von mir ist auf jeden Fall, dass ich oft zu spät komme. Okay, ja, das zählt. Ah, warte mal, Nummer 2, ich habe noch eine Frage an dich. Ja. Dürfte dein Freund alleine nach Mallorca in Urlaub mit seinen Jungs? Wenn ich die Jungs kenne, dann okay. ja. Okay. Nummer 4. Ja, bei mir würde ich sagen, wenn es jetzt zum Beispiel um Kennenlernphasen geht, dass ich nicht so schnell mich emotional öffnen kann und eher verschlossen bin, was das angeht. Okay. Nummer 5? Ich würde sagen, ich bin das komplette Gegenteil von der Nummer 1. Ich bin nämlich voller Tatendrang und ich muss eigentlich immer was machen, sonst ist der Tag so verschwendet irgendwie. Das ist doch keine Red Flag Frage. Pick me. Buh, 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 buh. Buh.
Digga, das ist ein Pick-me von, Bruder, voll die Red Flag, wenn du den ganzen Tag was machen willst, lol. Oh, hast du immer was zu tun. Ja, ja. Fand ich eine sehr gute Antwort von Julia. Ich habe mir natürlich den Namen gemerkt. Oha. Ja. Hä? Ja. Jetzt muss ich einen raushauen, ne? Ja, gerne. Gerne. Ja. Boah, wir müssen ja vorankommen, ne? Also, das wir haben stimmt. Ja, Viertel vor. Ja, Chat. Das ist der tote Witz. Wir haben ihn schon. Ich wusste, Chat, wir holen den heute. Ich wusste, wir holen den toten Witz heute nach Hause. Digga, wenn wir heute kein Bingo machen, ja, dann bin ich der größte Schwanz auf Erden, Digga. Einfach, ja? Ja. Einfach ist es nicht. Eins war mit faul sein, ne? Mhm. Aber sie ist auch aus Berlin, ne? Also wollte ich nur kurz nochmal erwähnen. Du kannst auch einfach diese Hüpfen machen, wie bei 1, 2 oder 3, weißt du, diese. Ja, okay. Soll ich nochmal, also ich kann nicht zweimal auf toter Witz drücken. Ey, es ist wirklich schwierig. Es ist jetzt schon schwierig. Warum bin ich jetzt schon so überfordert? Erste Runde ist immer schwer, weil du siehst auch keine Outfits. Du kannst gar nicht einschätzen, was steht hinter der Person. Überhaupt nicht. Deshalb, du kannst nur Fehler machen. Ich kann nur Fehler machen? Ja, scheiße. Ja, dann hau raus. Ein Fehler. Soll ich einfach mal raufspringen? Ja. Okay. Huh? Oh. Diese Schuhe quietschen, ist krass. Ja. Gänsehaut. Das ist crazy. Nummer 4. Ja. Nummer 4 war voll ihr Chat, ne? Okay. Einmal leider. Gerne zu uns nach vorne kommen. Was geht ab? Hi. Hi, ich bin Cedric. Hi, Paul. Hey. Schön, dich kennenzulernen. Ja, freut mich. Ja, und? Tut mir leid. Bist du traurig? Ja, ist. Vision sagt kein Brett, what the fuck? Na schön, aber tut mir Chat, kann man das ankreuzen? Sie ist blond, ich sag dir ehrlich, Vision. Dann ist, Bruder, man muss sich auch mal ein bisschen so umschauen, Bruder. Tut mir leid. Dankeschön, alles gut. Einer musste rausfliegen. Ja, ich verstehe es, alles gut. Okay, gut. Danke dir fürs Mitmachen. Ja, danke, tschüss. Ciao, ciao. Runde 2. Darf ich einmal umdrehen? Wir sehen jetzt Hosen und Bäuche. Okay. Alle bauchfrei. Da müssen wir jetzt wohl auch. Hab's gesehen, hab's gespottet. Wir sehen jetzt Hosen und Bäuche. Ja, okay. Bam, da haben wir einen Tattoo-Chat. Bam! Chat, macht mal her! Digga, 7 Minuten im Video und wir haben das Bingo. Wisst ihr, was jetzt das Ziel ist, Freunde? Dass wir ein doppeltes Bingo heute knallen. Heute ein doppeltes Bingo knallen, geistkrank. Alle bauchfrei. Da müssen wir jetzt wohl auch. Ab jetzt. Alle bauchfrei. Ja, crazy. Ich höre gerade aus der Regie, ich soll das doch nicht tun. Aber bei den Mädels sieht's besser aus. Wir haben sogar 2 Bauchnabel-Piercings. Bei den Mädels sieht's besser aus? Bei den Mädels sieht's besser aus? Das sind doch 2,17. Hallo. Ja, Nummer 5 ist dumm braun, Alter. Ja? Ja. Er sagt einfach, die ist dumm braun. Ach so, legst du viel Wert auf Hände? Ja. Dann also streck mal eure Hände raus. Fingernägel immer ganz cool. Das sieht doch alles sehr gepflegt aus. Cool. Digga, das sieht ja cool aus, hä? Also streck mal eure Hände raus. Fingernägel immer ganz cool. Das sieht doch voll cool aus, Chat, oder? Das sieht cool aus, ne? So diese Nägel, ich finde, es sieht cool aus. Sieht doch alles sehr gepflegt aus. Ich sehe bei der 3, okay. Ich spiele Gitarre. Wie bitte? Ich spiele Gitarre. Ah. Ja, okay. Und das ist halt super. Nummer 5, das ist super. Und ist ja fair. Ja. Okay, und bei 2 brauchst du da eigentlich schon ein Waffengesetz für? Oder? Was sagst du? Wir haben. Der frontet einfach die Nägel. Also, da kann man ja nicht jetzt so viel sagen, aber wir haben eigentlich 4-mal verhältnismäßig die gleiche Hose, nur in verschiedenen Variationen, ne? Ja. Aber ist nicht schlimm. Ich würde einfach mal die nächste Frage raushauen. Hau raus. Let's go. Was sind eure Ziele noch so im Leben? Oder eure Träume? Gute Frage. Multimillionär. Ja. Ne? Verstehe ich. Ja. Digga, Chat, wisst ihr, was Daniel Slam sein größter Traum ist im Leben? Einfach ruhig, glücklich, in Ruhe leben, ohne Kopfschmerzen, ganz entspannt, ohne dass sich jemand abfuckt. Mit einer Frau, 2 Kindern, schöne Wohnung, schönes Haus, ein schickes Auto vielleicht. Ruhe haben, einfach leben, entspannt, mit Ruhe. Einfach seine Ruhe haben. Keiner fuckt dich ab. Du hast deine Frau, du hast deine 2 Kinder. Und du hast Nils. Ich würde gern viel reisen. In verschiedene Länder, verschiedene Kontinente. Und später würde ich sehr gern so eine kleine eigene Familie haben. Mit Haus vielleicht. Ja. Genau. Was ist so dein Lieblingsreiseziel? Ich würde sagen New York oder Tokio. Darf deine Frau rausgehen ohne dich? Meine Frau muss ihren Vater bei WhatsApp blockieren. Okay. Klingt interessant. Nummer 2. Ich möchte auf jeden Fall meine Ausbildung abschließen mit Erfolg. Auf jeden Fall möchte ich auch nach Australien, nach Sydney. Aha. Und ja. Zeig dir, was Sydney heißt. Okay. Ja. Willst du auch eine Frage stellen? Oder? Weil du hast jetzt so gezögert. Ja, tatsächlich. Was ist dein Bodycount? Meiner? Ja.
Warum fragt Bro der 17-Jährige? Warum fragt Bro 17-Jährige so etwas? Sogar, ich hau noch sogar den Sound jetzt hinterher. Die Antwort hätte ich jetzt nicht erwartet. Okay, Nummer 3. Ja, also ich möchte mein Abitur machen und dann auf jeden Fall viel Zeit mit meiner Familie verbringen und auch eine eigene gründen. Nummer 5. Ich würde gerne meine Familie erstmal glücklich machen, dann erweitern. Hast du die Familie bis jetzt erst nur traurig gemacht, also enttäuscht oder? Eigentlich glücklich. Okay, also ja. Willst du das so weiter fortführen? Ja, noch glücklicher. Noch glücklicher. Ja. Okay. Und auch Reisen auf jeden Fall. Gut. Jetzt haben ja alle die gleiche Antwort gegeben. Na gut, dann misch die Outfits mit rein. Aber du musst leider jemanden rausschmeißen. Alter, geil. Okay, dann ist ja für mich eigentlich klar so, die 3, weil da fehlen mir so die Fingernägel einfach. Mhm. Die Fingernägel, 3. Okay, drei Nummer 3. Nummer 3, 17 Chat, halb bedeckt, halb maximal bedeckt. Das solltet ihr auch erklären, Pisser. 3, komm einmal zu uns nach vorne. Was geht? Hallo. Hallo. Ja, dich kennt man ja irgendwoher. Ja. Kennt ihr euch? Ja. Was geht? Hi, Cedric. Das ist die liebe Mona. Ja. Und du bist hierher angereist? Ich bin 5 Stunden hergefahren. Echt jetzt? 5 Stunden und du hast nicht 1 Cent gesehen von diesem Video. 5 Stunden, du hast nicht 1 Cent gesehen von diesem Video. Totes Geschäftsmindset. Totes Geschäftsmindset. Woher kennt ihr euch? Boah, crazy. Und TikTok. Ja. Wie TikTok? Ich habe mal einen TikTok über ihn gemacht und dann... Was für ein TikTok war das? Na, erzähl mal. Das war so, dass ich eigentlich auf Blonde stehe und ich ihn halt auch sehr hübsch finde und er halt nicht blond ist. Und dann, wie hast du darauf reagiert? Ich fand's ganz cool. Und aber so die Jahre einfach, der Unterschied und wo man wohnt. Und dann hat man ein bisschen über TikTok gequatscht. Aha. Ja. Gehst du auch live auf TikTok immer so? Nicht mehr so oft, aber wir waren manchmal live zusammen. Ah, okay. Also, ja, hä? Ihr habt voll die Vorgeschichte. Ja. What the fuck? Über TikTok, oh, die Gänsehaut. Ja, aber ich wusste gar nicht, also... Witzig. War ein bisschen überraschend, bin ich ehrlich. Ja, funny. Schön, dass du da warst. Ja, ich habe mich auch sehr gefreut. Danke dir. Dann bis zum nächsten Mal. Ja, wie, hä, komisch. Crazy. Random. Komplett. Runde... Gänsepenis. 3. Du kannst dich einmal umdrehen. Ja. Wir haben das Glück, wir sehen jetzt alles. Okay. Wer hat sich deiner Meinung nach am besten Mühe gegeben? Auf 3. 1, 2, 3. 5. Okay. Wer hat sich da... ...deiner Meinung nach am wenigsten Mühe gegeben? 3, 2, 1. 2. Okay. Und was spricht dich am meisten an? 1, 2, 3? 5. Okay. Nur Digga, by the way, technisch oder... Voll die christliche... Warte mal, Chat, sorry. Digga, voll die christliche Episode, Digga. Einfach jeder hat ein Kreuz da an. W, Digga. Tattoos. Magst du die Tattoos oder... Was fällt dir positiv auf? Die blonden Haare. Aber so. Ach, du stehst auf blond? Also, ich sag mal so, ich präferiere vielleicht blond. Okay. aber an sich trotzdem alles nicht schlecht, aber alles sehr basic, würde ich sagen, ne? Aber basic ist ja nicht zwingend schlecht, ne? Nee. Willst du noch eine Frage hinterherhauen, oder? Digga, ich sag ehrlich, Chat, ne, hier diese Haare, dieses Gelockte und so, ist so OP, ne? Willst du schon jemanden rauswählen? Nee. Okay. Frage. Nee, dann stell mal eine Frage. Okay, auch wieder ein bisschen spicy. Ja? Oh, hast du noch mal auf. Ihr habt bestimmt einen Fetisch. Wenn ja, welchen? Nicht so wirklich, glaube ich. Also, ich würde es ausprobieren, so alles. Aber ich bin offen für alles, aber habe jetzt noch nicht meinen Fetisch gefunden. Außer Füße. Füße finde ich schrecklich. Okay. Nummer 2? Hände. Also, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, aber Hände. Hm. Weil man die Adern so sieht. Ja, normal, wa? Ja, mach dir mal 2, 3 Tattoos drauf. Damit ein bisschen gefährlich. Dann, kann ich free, Bruder? Ich glaube, hier kommt ein Freaky rein, oder was? Ja, okay. Ja. Nee, Spaß. Nummer 5? Nee. Was ist dein Fetisch? Nee. Da triffst du mich jetzt auch, oder? Ne? Ganz... Du hattest aber gerade was im Kopf, habe ich doch gesehen. Ja, ich weiß nicht, ob man das Fetisch nennen kann, aber so dieses Heimliche so ein bisschen, checkst du? Ist jetzt nicht so Fetisch von dem Körperteil her, sondern... Wie heimlich? Also, dass niemand wissen darf? Ja, genau. Also fremdgehen? Nein, das hast du mir jetzt in den Worten. Nee, na? Ich habe nichts gesagt. Ja? Ah? Wer checken soll? Checkt. Ich hab's tatsächlich nicht ganz verstanden. Nee. Naja, egal. Aber solange es nicht fremdgehen ist, ja alles gut. Nein. Okay. Nein. Also, hat jemand Bock, heimlich mit Paul rumzumachen, sodass keiner sieht? Einfach die Hand einmal kurz heben. Oh, das ist natürlich krank. Hey, dein Wrist ist anscheinend da, ohne dass sie dich gesehen hat. Schon. Das ist natürlich krass. Ja, stark. Wenn du willst, kannst du einfach heimlich hinter den Vorhang hüpfen. Hast du sollen wir heimlich rummachen. Ach so. Nein, jetzt? Spaß. Nein. Wenn die mich jetzt draußen ansprechen. Oder der muss mal ein bisschen atmen, ja?
müsstet, was würdet ihr sagen? Welchen Anmachspruch würdet ihr droppen? Anmachspruch oder wie würdet ihr das Ding, wie würdet ihr das regeln? Ja. Und bitte nicht kommen mit, hi, können wir ein Foto machen? Das wäre natürlich... Chat, ich zeige euch jetzt mal, wie man eine Frau in Real Life anspricht. Okay, ihr seid die Frau, ich bin Daniel Slump, okay? Und Buggy habt ihr Instagram. Macht's nach, ihr werdet sagen, danke Daniel, danke Abi. Das wäre sehr schlecht, ja. Das wäre sehr schlecht. Nummer 1? Amira schreibt, heirate mich. Guck, easy. Es ist so easy. Also daher, dass ich jetzt nicht so oft Leute anspreche, würde ich wahrscheinlich zu dir gehen und sagen, hey, eigentlich spreche ich nicht so oft Jungs oder Männer an, aber du bist positiv aufgefallen, hättest du vielleicht mal Lust, einen Kaffee zu trinken? Ich mag aber keinen Kaffee. Aber na dann, was auch immer du magst. Okay. Nummer 2? Ich spreche auch Leute nicht so gerne an in der Öffentlichkeit, deswegen fällt das weg. Oh, gar nicht. Du würdest dann gar nicht ansprechen? Ich würde mich also überwinden, zu dir hinzugehen und dann fragen, ob ich dann Insta haben könnte. Okay, Nummer 5? Also ich habe auch noch nie jemanden angesprochen, aber ich glaube, wenn ich dich richtig gut... Digga, ich sage, Chat... Oha, what the fuck? Chat, ich sage, Nummer 5, Max. Würde, dann würde ich irgendwie mit meiner Mutter, mit meiner besten Freundin irgendwie was aushacken, dass ich irgendwie dir, keine Ahnung, meine Nummer irgendwie zustecke oder so. Ist deine Mutter deine beste Freundin? Nee. Ach so. Digga, Chat, wisst ihr, wie Vision eine Frau ansprechen würde auf der Straße? Da geht's zu ihren, was ist dein Lieblings-Playboy-Cardi Opium-Lied? Schwanz. Okay. Sie würde irgendwie random, heimlich würde sie deine, die Nummer dir stark, zustecken. Stark, ne? Die stark. Würde so den machen. So. Du hast ja hier so Brusttasche, dann hat die hier so Nummer. Würde ich so machen. Oh, sorry. Oh, ey, alles oh mein gut. Gott. Alles gut. Das war jetzt aber. Also, das finde ich kreativ. Ja, war stark. Aber muss sagen, ich habe jemanden, den ich rausnehmen würde. Ja? Ja, let's go. Die zwei, die waren okay. Ein bisschen zu langweilig. Ja, und auch ein bisschen zu jung, mein Bester. Mhm. Ja. Nummer 2, komm gerne mal. Nummer 2 war auch 17, Chat. Mal zu uns. Hallo. Hi. Was geht? Cedric, hi, freut mich. Paul, hi. Sydney, was läuft? Nicht viel. Willst du uns was vorrappen? Nee, ich bin nicht so ein Freestyler. Okay, kannst du irgendwas Cooles, was jetzt halt irgendwie witzig wäre oder so? Ich kann Mickey Mouse nachmachen. Mach mal, ich bin so viele Leute, will zugucken. Nein, es guckt niemand. Was soll ich denn sagen? Mickey Mouse. Umdrehen ist crazy. Okay. Oh, Miska, Muska, Mickey Mouse. Stark. Das war stark. Ist auch ein Talent. Rein vom Ding her so. Du würdest sie jetzt auf der Straße sehen. Ja. Wäre sie so dein Type? Wäre das so dein... Geht. Also ist eine Süße, aber wäre jetzt nicht so krass mein Type. Mhm. Da, Punkt. Okay. Schlechter danke dir fürs Mitmachen. Danke auch. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Das Finale. Okay, wir sind im Finale angekommen. Okay. Du hast optisch einen Favoriten, aber vielleicht berührt Nummer 1 noch dein Herz. Vielleicht schon. Und reißt alles rum. Vielleicht schon. Hast du noch eine gute Frage mitgebracht, die alles rausreißen kann? Ja, ja. Stell sie einfach mal so. Wir sind im Auto unterwegs. Ich bin am Telefonieren, wichtiges Gespräch, dies, das, Business. Nee, man kennt's. Und... Abi, wallah, ich hab nicht gestohlen. Und ihr würdet in den Supermarkt gehen. Was würdet ihr mir zu trinken heute? Oh, also es ist jetzt ein Ratespiel. Ja. Also kann sein. Kann sein, dass, kommt dass was Gutes. Dass es richtig Arsch wird. Eiskaffee wäre zum Beispiel schlecht. Sehr schlecht. Nummer 1, was würdest du machen? Und Wasser du sagst mit Vitamin. Dazu, ne? Wie bitte? Wasser mit Vitamin. Okay. Nummer 5? Weißen Red Bull. Weißes Red Bull? Ja. Okay. Hat die gerade Wasser mit Vitamin gesagt? Lack sagt Vitamate! Okay, beides stark. Weißes Red Bull, Tat! Aber, also Wasser mit Vitamin, wer mich kennt, weiß, dass das mein Favorite-Getränk ist. Heißt, die so. Kennt dich. Boah, tot. Wäre ein Zufall, hätte sie es jetzt so gesagt, aber... Okay, die alles entscheidende Frage, hast du noch eine mitgebracht? Ja, ich habe eine Frage. Wenn wir uns besser kennenlernen würden, was würde mich an euch überraschen? Soll ich zum Beispiel mal ein Beispiel machen? Ja, mach mal. Etwas, was du nicht sehen darfst. ja. Komiker, witzig. Nummer 5. Ich würde sagen, dass ich gar nicht so Clean Girl bin, wie ich rüberkomme. Bist du dreckig?
Nee. Also ich meine jetzt so aber Zimmer und so aufräumen. Ja, ja, so manchmal. Ordentlich. Okay, aber du siehst aus wie ein Clean Girl, würdest du sagen? Ja. Ja, okay. Nummer eins? Ich weiß nicht, ob ich dir das dann schon erzählt habe, aber vielleicht, dass ich 2 oder 3 Jahre lang Einradfahren gemacht habe und Einrad fahren kann. Loki, cool. Okay, dass du es mir schon erzählt hast. Naja, wenn wir uns schon länger kennen, so, kann ja sein, dass ich schon mal erwähnt habe. Ich dachte jetzt, wir kennen uns schon. Einradfahren. Dann, oh, warte mal kurz. Ich kriege einen Anruf rein. Hä? Jo. Ja, ich komme sofort. Ich muss kurz los. Mach einfach selber das Format dann fertig für mich. Das ist brutal geil. Danke dir, Bro. Ich küsse dein Herz. Mach's gut. Okay. Gut, Freunde. Jetzt bin ich alleine. Es war schön mit euch. Ich muss jetzt aber einen rausvoten. Und es ist hart. Aber ich würd die 1 rausvoten. Ja, aber klar, dass er Nummer 5 behält. Ernst, die ist am meisten Potenzial. Dann bitte komm vor. Nummer 1, komm raus. Hi, Paul. Hi. Schön, hi. Schön, dich kennenzulernen. Schön, dich kennenzulernen. Ja, cool. Tod, Tattoo, Tod, Septum, liebes Mädchen, Shoutouts. Ja. Wie, woher kommst du nochmal? Berlin. Berlin. Und ja, bist auch hier angereist? Ja, mit Zug. Echt jetzt? Mhm. Ich war auf alles, die hat kein Longus Mongus? Nur für heute. Nur für heute. Nur um mich kennenzulernen. Ja. Ja? Ja? Ja. Mhm. Ja, tut mir leid. Alles gut. Tut mir leid. Alles gut. Okay, dann setz dich gerne hin zu den anderen und tschüss. Okay, dann darf gerne die Nummer 5 vorkommen. Ja, Tom. Nummer 5? Hallo. Paul, hi. Ja. Wie geht's dir, Julia? Ja. Ja? Bisschen aufgeregt. Bisschen aufgeregt. Nein, muss ja nicht sein. Woher kommst du nochmal? Neuss. Neuss? Bei Düsseldorf. Bei Düsseldorf. Oh, da war ich sogar letztens. In der Nähe. Ja, wie, schön. Wie ist so? Du hast gewonnen. Ja. Gänsehaut. Wollen wir jetzt auf ein Date gehen dann? Oder? War das jetzt ein Nein? Einfach, die hat keinen Bock, hä? Oder ein Ja? Ja, weiß ich nicht. Hä, wie schüchtern, oha? Weiß ich nicht. Ich finde deine Schuhe nicht so. Digga! Was? Was? Was redest du? Was redest du? Bruder, sie hat gerade, Bruder, sie kommt da raus als Gewinnerin und wird einfach, und sie macht ihn einfach zum Depp. Ey, was geht denn ab hier, Bruder? Sie hat ihn einfach gerallert. What the fuck? Okay, was, wenn ich mir andere Schuhe hole? Ja, dann. Dann, ja? Ja. Was soll es für Schuhe sein? Auch Adidas Botten? Ja, in Rot. In Rot. Dann probieren wir es einfach aus, oder? Ja. Ja, schön. Okay. Gut, Gänsehaut. Hey! Hi! Ich muss nur kurz einem Kumpel helfen, der war. Nein. Ey. Ja, der hat gerade halt einen Unfall gehabt. Echt jetzt? Aber alles gut. Nein. Ich habe nur seinen Reifen kurz gewechselt. Liebe Freunde, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn das der Fall ist, denn wir geben uns hier viel Mühe und freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Abonniert gerne den Kanal und in der Videobeschreibung sind alle Kandidaten verlinkt und natürlich auch Paul. Deshalb checkt gerne seine Social Media Sachen ab. Ja. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein. Digga, sie hatte ja einfach null Bock, ja? Das ist so krank. Richtig, richtig, richtig komische Folge, Digga. Richtig, richtig komische Folge, Digga.